Frankfurter Allgemeine Zeitung am 25. September 2018. Schweden Regierungschef verliert Vertrauensabstimmung. Die Vertrauensabstimmung nach der Parlamentswahl ist in Schweden üblich. Ministerpräsident Löfven bleibt Regierungschef, bis es eine neue Koalition gibt. Das könnte jedoch dauern. Zwei Wochen nach der Wahl hat Schwedens Regierungschef, Herr Stefan Löfven, eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Die Mehrheit der neu gewählten Parlamentarier stimmte am Dienstag, der 23. der 25. September 2018 für seinen Abgang. Eine solche Abstimmung ist üblich nach einer Parlamentswahl. Löfven wird die Regierung trotzdem kommissarisch weiterführen als der schwedische Ministerpräsident, bis die Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen sind. Der Parlamentspräsident, dessen Amt dem deutschen Bundestagspräsidenten entspricht, muss nun in Gesprächen mit den Parteichefs ermitteln, welcher Kandidat die größten Chancen hat, eine Regierung zu bilden, die vom Parlament unterstützt wird. Beide großen politischen Blöcke, Sozialdemokraten und Liberal-Konservative, wollen die Regierung stellen, doch keiner von ihnen hat eine Mehrheit im Reichstag. Das rot-grüne Bündnis unter Löfven hat nur ein Mandat mehr als die bürgerliche Vier-Parteien-Allianz oder Allianz für Schweden. Deshalb kommt den rechtspopulistischen Schwedendemokraten eine Schlüsselrolle zu mit seiner 62 Abgeordnete von 349 Abgeordnete. Beim Vertrauensvotum im Parlament stimmten die vier bürgerlichen Parteien am Dienstag zusammen mit den Schwedendemokraten gegen Löfven. Eine Zusammenarbeit mit den rechtspopulistischen Populisten in der Regierung hat der Spitzenkandidat der Allianz, Herr Ulf Christensen, der Chef der Moderatsammlung, aber bislang ausgeschlossen.